Assassin's Creed 4 ist zurück. Und wir müssen... mal richtig umdrehen. Und jetzt nochmal nachschauen. Ja, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Wir müssen das mal hier drumrum. Dann kommen wir da irgendwo mal hin. Ach, wundervoll. Damit mache ich gar nichts zu sagen. Vorsicht, ich glaube, ich werde gleich wieder unterbrochen. Okay, in wenigen Momenten darf ich mich schon mal darauf einstellen, den Part abzubrechen. Oder zumindest zu pausieren. Sind die Banden noch fest, Zähmann? Gut, jetzt sind wir erstmal aus dieser bösartigen Zone draußen. Schwer. So, aufgeblasene Bastarde, wir müssen nicht unser Schiff aufrüsten. Also wir scheinen up to date zu sein. Oder es handelt sich einfach um eine Nicht-Schiffsmission. Also Thatch hat's erwischt. Verflucht. Das waren zu viele. Ich kam nicht hin. Zum Teufel auch, er war stark, doch sein Herz war zweigeteilt. Ist schwer, das gewohnte Leben loszulassen. Nein.
Mein dämlicher Alter prahlte immer damit, dass er sich sein eigenes Schiff kaufen würde. Ich hole mir einen Kaperbrief, Charlie. Dein Vater wird noch Kapitän. Er trank ihm Whisky, bevor er in See stach. Also, Kenway. Ich habe über deinen Plan nachgedacht. Dieses Observatorium, von dem du faselst, weißt du, wo es ist? Wir suchen ein Sklavenschiff namens Princess. An Bord ist ein gewisser Roberts. Der kann uns hinführen. Sklavenhändler arbeiten für die Royal African Company. Bringen wir eins ihrer Schiffe auf und stellen ein paar Fragen. Also, Royal African Company. Wir suchen Sklavenschiffe. Solche im Dienst der Royal African Company. Du willst doch jetzt wohl nicht mit Menschen handeln, oder? Nein, guter Gott. Du solltest mich besser kennen. Wir suchen nur nach Informationen. Wir müssen wissen, wo die Princess vor Anker geht. Die Princess? Ein Sklavenschiff. Ei. Blackbeard sagte, die Chancen stünden gut, dass der Weise an Bord ist. Jo, wir werden da mal wieder in Situationen reingeraten, die für uns fremd sind. Du bist etwas fremd. Ja, merken Sie! Schoner! Die Flaggen sind spannend! Rain hat gerade ein Handelsschiff versenkt. Verdammt! Kann dieses Tier sich denn nicht an Abmachungen halten? Nicht auf Verbündete schießen. Ich bin gegen einen Verbündeten gerammt. Wir sind sicher nahe am Ziel. Sollen wir in der Nähe des Verbündeten bleiben? Auch nicht. Klippen voraus, Sir! Gibt so viele Möglichkeiten. Noch am Leben, denke ich. Oh Mann. Sollen wir also danach hier in diesem Radius suchen? Naja, die letzte Suche verlief ja nicht so reibungslos, aber die war an Land. Mal schauen. Das soll ich nicht machen. Verfluchte Augen! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Daneben!
Okay, also hier war es schon mal nicht. Es sind Piratenjäger! Und das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Sorry. Schon noch. Oh, Mann, das kann wieder eine halbe Ewigkeit dauern, Leute. Die meinen auch wieder, ich hätte so viel Zeit dafür, irgendwelche blöden Schiffe aufzuspüren. Wir nähern uns den Felsen, Sir! Wir nähern uns dem Schiff. Feindliches Kriegsschiff! Er rickt nach ein Schoner! Spanische Flagge! Alle Mann auf Bord, seine Schiffe! Gegner feuert! Feinde patrouillieren in diesen Gewässern, Captain! Schlag eingesteckt, Captain! Wie flieht Captain? Ja. Hat sie mit Ketten geschossen auf? Feuer! Nichts als Salzwasser! Bereit zum Feuern, Captain! Versenkt das Piratenschiff nicht, Kenway. Es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich weiß, ich weiß. Das Sklavenschiff flieht! Sir Narr! Ich bringe uns ran! Schlechtes Wetter voraus, Captain! Segel setzen! Okay, Vorsicht ist geboten. Diesen Gewässern ist nicht zu spaßen. Verdammter Captain Vane! Er schießt wirklich mit allem, was er hat. Er versenkt es, wenn er nicht aufpasst. Wir gehen näher ran. Haben wir nebenbei noch unsere tollen Hunter. Ja gut, wenn wir nicht mehr tun müssen, als hier das Schiff verfolgen, ist doch, denke ich mal, alles in Ordnung. Wurden getroffen, Sir. Diesmal haben sie uns. Da, dunkler Himmel und raue See. Hey, treibt nur noch. Ich bringe uns nah ran. Okay, das war jetzt keine großartige, schwere Aufgabe. Kommt an Bord, Jungs! So schnell ihr könnt! Alles klar, abdrehen! So, und jetzt neue Mission, das Schiff ändern, okay. Denk daran, was wir vorhaben. Cool, so, und da hinten ist so ein blödes Küstenvor. Sind bereit, Sir. Das ist nicht so toll. Aber wir können es verlangsamen. Verlangsamen mähen. Wo sieht du vor es ran? So viel Segel wie ihr könnt! Okay, das ist schon ein bisschen schwer, das Schiff. Okay, das hat uns erreicht. Oh, Mann. Können wir jetzt schon wieder vergessen. Ja. Okay. Okay. Habe ich ein bisschen unterschätzt. So, ich darf mich gleich einstellen, dass der Part unterbrochen wird. Diese Bastarde, Captain Way. Ich bring die Kerle um, die mein Schiff versenken. Bleib ruhig. Denk daran, was wir vorhaben. Alter Abstand zum Vorhaben. Sehr weit. Feuer!
Okay, unsere Kugeln sind aber gut. Okay, wir wurden getroffen. Das ist nicht so toll. Überhaupt nicht toll. Geh doch in Deckung. Und schon wieder sind wir weg vom Fenster. Ja, anscheinend ist unser Schiff doch nicht so gut ausgerüstet. Dabei haben wir doch die letzte Mission ganz klar unterlegen geschafft. Bastarde, Captain, ich bring die Kerle um, die mein Schiff versenken. Bleib ruhig. Denk daran, was wir vorhaben. Halte Abstand zum Vor, Captain. Diese Kanonen schießen sehr weit. Feuer! Feuer! Sind bereit, Sir! Haltet euch fest! Achtung! Okay, das könnte ein bisschen länger Feuer! Dauern. Da haben wir noch ein paar Mörser übrig. Feuer! 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 Feindlich! Feuer! Ja! Vorsicht, Kenway! Wollen das Schiff kapern, nicht versenken. Sind bereit, Sir. Oh Gott. Man weiß nicht, wo man hinsegelt und das ist einfach nur Blödsinn. Und generell wird das ein sehr, sehr harter Kampf. Also ich glaube, jetzt ist wirklich so der erste Punkt im Spiel erreicht. Ich bring die Kerle um, die mein wo Schiff wir nicht versenken. In der Lage sind mit dem Schiff. Denk daran, was wir vorhaben. Halte Abstand zum Fort, Captain. Diese Kanonen schießen sehr weit. Das zu schaffen. Feuer! Bereit zu feiern, Sir. Feuer! Macht euch bereit! Oh Mann, ich sehe schon kommen, dass ich da mal leveln muss. Haltet euch fest! Macht euch bereit! Obacht! Feuer! Ja, ja. Dann müssen ständig irgendwelche anderen Leute noch dabei sein. Vorsicht, Kenway! Wir wollen das Schiff kapern, nicht versenken. Die ist alles nicht leichter Feuer! Machen. Doch jetzt werden sie gebremst. Feuer! Der Port ist überzogen, aber irgendwie müssen wir das schaffen. Ja, ja. Springt jetzt, wenn ihr eure gelben Bereit machen für Aufschlag! Was ist eigentlich nochmal unser Ziel, das hier? Das ist unser Feuer! Ziel. Feuer! Ja! Komm, es ist nicht unmöglich. Es ist nicht ganz unmöglich. Wir müssen uns nur verstecken. Feuer! Sind bereit, Sir! Feuer! Sind bereit, Sir! Wobei wir doch ziemlich unterlegen sind. Aber komm. Feuer! 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 Yay! Okay, wir haben keine Mörser mehr. Wir sind fast tot und sind jetzt tot. Ach, es ist ein Ärgernis, aber ich glaube, Leute, man könnte das Ganze schaffen, wenn der
wenn der Ding, der Aufmerksamkeitspegel nicht so groß wäre. Finde diese Bastarde, Captain Way. Ich bring die Kerle um, die mein Schiff versenken. Bleib ruhig. Denk daran, was wir vorhaben. Halte Abstand zum Vor, Captain. Diese Kanonen schießen sehr weit. Und dann noch das Vor natürlich. Ja, das ist auch ein Problem. Möchte ich mal nur so erwähnt haben. Und dann rammen wir auch noch ständig gegen irgendwelche blöden Dinger da. Gegner feuert! Und wir können es jetzt eigentlich schon so gut wie wieder vergessen. Müssen es erstmal rausmanövrieren. Alleine das dauert. Feuer! Feuer! Und auf den Grund! Und auf. Sind bereit, Sir! Das hängt das Sklavenschiff nicht, Kenway. Es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich weiß. Feuer! Bereit zu feiern, Sir! Feuer! Aber wenn ihr seht, das richtig seht, sind wir gar nicht so schlecht dran. Feuer! Feuer! Unser Gesuchtstatus macht es nun halt mal unmöglich und dass wir halt in der Nähe von so einem blöden Vor sind. Also dementsprechend, fürchte ich leider, dass wir das in dem Part nicht richtig hinkriegen werden. Und ich die Mission nochmal verlassen muss, um nochmal vielleicht so ein bisschen aufzuleveln und eventuell den Gesuchtstatus zu verringern. Diese Bastarde, Captain Way. Ich bring die Kerle um, die mein Schiff versenken. Bleib ruhig, Freunde. Denk daran, was wir vorhaben. Halte Abstand zum Fort, Captain. Diese Kanonen schießen sehr weit. Ja, denke ich mir. Feuer! Und solange wir in Bewegung bleiben, treffen die uns nicht. Feuer! Wobei das mit dem Geld relativ schwer wird aufzurüsten, also ja, das ist schon mal eine Sache. Feuer! Obacht! Feuer! Aber wir können es schaffen. Durch Mühe. Macht euch bereit! Versenkt das Sklavenschiff nicht, Kenway. Es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich weiß. Gegner feuert! Feuer! Ach, dabei sah es vor kurzem doch noch so gut aus. Feuer! Ja. Leute, es ist beschlossene Sache. Ich werde die Mission nochmal verlassen. Aber wenn wir sie ja jetzt aufgespürt haben, das Schiff. Okay, ich mache jetzt noch einen Versuch, weil ich will den Partner wirklich nicht überziehen. Finde diese Bastarde, Captain Way. Ich bring die Kerle um, die mein Schiff versenken. Bleib ruhig. Aus dem Weg. Denk daran, was wir vorhaben. Halte Abstand zum Vor, Captain. Diese Kanonen schießen sehr weit. Achtung! Aber wir steuern von einer Krux in die nächste Krux. Schaden ist auch ziemlich minimal, muss ich zugeben. Haltet euch fest! Versenkt das Sklavenschiff nicht, Kenway. Es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich weiß, ich weiß. Und woran werden wir jetzt wieder gehindert, sag?
ist halt eine ziemlich missliche Lage und ja, da gab es gerade eine Unterbrechung, die nicht sonderlich toll war. Feindliches Feuer! Wir sehen, es ist mit dem Gesuchtstatus wirklich ein absolutes Dilemma. Aber solange das Schiff da wegsegelt, haben wir vielleicht eine minimale Chance. Vorsicht, Kenway. Wir wollen das Schiff kapern, nicht versenken. Es ist durchaus möglich. Also ich sag's immer wieder, es ist durchaus möglich. Vielleicht sollte man zuvor mal so ein kleineres Schiff kaputt machen. Komm, wir müssen uns zu dem retten. Feindliches Feuer! Jetzt mal kleinere Brötchen backen. Weil es dann so ein scheiß langer Part wird. Gegner feuert! Ja gut, ich würde mal sagen, wir haben jetzt 15 bis 30 versuche ich es noch. Setz jeden Zoll Segel! Finde diese Bastarde, Kenway. Ich bring die Kerle um, die mein Schiff versenken. Bleib ruhig. Denk daran, was wir vorhaben. Halte Abstand zum Fort, Captain. Diese Kanonen schießen sehr weit. Feuern, Sir! Ja, irgendwie halt. Ach, so funktioniert das auch wieder nicht. So, das müssen wir jetzt kapern. Feindliches Feuer! Sonst geht's nicht und wir nähern uns in die Nähe von diesem Scheiß vor. So, dadurch verschaffen wir uns schon mal etwas Zeit. Versenk das Sklavenschiff nicht, Kenway. Es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich weiß. Okay, ich würde gerne das Schiff reparieren. Als ob wir nichts Besseres zu tun hätten. Okay, die Jackdaw ist wieder voll hergestellt. Ich will Entfernung zum Schiff halten. Vorsicht, Kenway. Wir wollen das Schiff kapern, nicht versenken. So, da haben wir wieder so einen schicken Schoner. Feuer! 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 Auf zum Schoner. Auf zum Schoner. Zum Schoner. Dadurch verschaffen wir uns zwar nur Zeit, aber und es wird uns längerfristig nichts bringen. Hättet euch ergeben sollen, als ihr noch die Chance hattet. Auf euren Knochen trinkt mir auf euren Untergang. Das Deck sauber! Ihr seid
kapern, nicht versenken. Ein super toller Duper XXL Part. Okay, soweit so gut. Wir bewegen uns nicht. Und sterben. Vorsicht, Kenway. Wir wollen das Schiff kapern, nicht versenken. Feuer! Macht euch bereit! Bereit machen für Aufschlag! Oh Mann. Echt du. Wir hätten es eigentlich machen müssen, als das Ding relativ wenig Leben noch hatte. Aber dann wurden wir auf den letzten Metern getroffen mit irgendwelchen Scheißkugeln. Ich bring die Kerle um, die mein Schiff versenken. Bleib ruhig, Freund. Denk daran, was wir vorhaben. Alter Abstand zum Vorkapitän. Diese Kanonen schießen sehr weit. Obacht! Wir müssen diese Schiffe loswerden. Feuer! Bereit zu feiern! Feuer! Feuer! Ja! Feuer! Achtung! Feindliches Feuer! Achtung, Einschlag! Feuer! Ja! Feuer! Gegner feuert! Macht euch bereit! Versenkt das Sklavenschiff nicht, Kenway. Es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich weiß. Gegner feuert! Feuer! Feuer! Haltet euch fest! Achtung, Einschlag! Feuer! Feuer! Ja, wir haben keine Mörser mehr. Feuer! Jetzt auf geht's, entern. Aber wir können leider nur eins wiederherstellen. Ist das Problem. Nicht, Kenway. Es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich weiß, ich weiß. Na komm, euch erwischen wir schon noch. Ja, schön für euch, schön für euch. Super, super, super toll. Vielleicht noch ein zweites Schiff zum Versenken, damit wir wieder eine kleine Chance haben. Weil so ist es aktuell noch ziemlich knapp. Macht euch bereit!
Och, jetzt fahren wir wieder in ein Gebiet, das nicht in der aktuellen Erinnerung verfügbar ist. Ach, es ist unglücklich ohne Ende. Wir wollen das Schiff kapern, nicht versenken. Ja, macht so weiter. Ich weiß, können wir irgendwie auf der Karte bezahlen, dass diese Arschgeigen uns nicht mehr verfolgen? Das wäre schon ein Fortschritt. Erinnerung abbrechen. Ja, Leute, also da muss ich mir persönlich eingestehen, habe ich das Ganze vielleicht unterschätzt? So ein bisschen. Und wir sollten uns auf jeden Fall darum kümmern, dass hier uns diese Leute nicht mehr verfolgen. Also gehen wir vielleicht am besten irgendwo hin. Am besten dahin. Und entschuldigt, dass es in diesem Part relativ wenig Fortschritt gab. Aber ihr habt es ja vielleicht gesehen, Leute, das ist einfach nicht das Zuckerschlecken, das man sich vielleicht so vorstellt. Und da habe ich vielleicht unterschätzt, was das Spiel sagt mit, ja, du solltest dein Schiff verstärken, weil ansonsten ist es relativ schlecht. Ich weiß nicht, kann man das irgendwie nicht auf der Karte machen? Hier das, hier den Gesuchtstatus reduzieren? Also Upgrades können wir uns nicht kaufen. Vor allem, da fehlt uns auch der Stoff dazu. Was gibt es ja nicht irgendwo in der Nähe einen Laden, wo man sich das Ganze kaufen kann? Weil das dauert mir ein bisschen zu lang, Leute. Versteht mich da jetzt nicht falsch. Hier muss man doch irgendwie den Gesuchtstatus reduzieren. Okay, Leute, ich würde mal sagen, ich brauche jetzt erstmal eine Pause von dem ganzen Schwachsinn. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, woran es jetzt liegt. Wir haben jetzt eine relativ gute Bepanzerung, möchte ich eigentlich meinen. Was gibt es hier denn in der Herstellung? Ja gut, nichts, das für uns wirklich relevant ist. Aber gut, da muss man diese Niederlage letzten Endes einfach eingestehen und im nächsten Part dann, auch wenn der erst am Freitag kommt, oder auch wenn ich mit dem erst am Freitag aufnehme und ich Gewissensbisse dadurch habe ohne Ende, dass ich das jetzt einfach nicht hinkriege mit dem aktuellen Bestand, den ich so habe. Das war halt letzten Endes ein Fail-Part. Ich muss da einfach mal schauen, wie ich das mache. Oder vielleicht mache ich es einfach so, vielleicht sammle ich mich einfach zusammen und nehme den Part dann morgen auf. Aber weil das Problem ist, dass das Let's Play muss zügig kommen. Oder muss zügig aufgenommen werden. Und ich weiß aktuell echt nicht, wo ich hier den Gesuchtstatus reduzieren soll. Ich habe auch so wenig Geld. Ich muss mich an der Nase kratzen. Ach, Mann. Lass dir was einfallen. Hafenmeister. Gemischtwarenladen. Upgrades für Edward. Upgrades für Edward. Ja, ich bin einfach kraftlos. Hey Leute, bevor hier alles explodiert, bis zum nächsten Mal. Schau, haltet die Unsterblichkeit daran. Freundschaft ist Magie.